Oh mein Gott, Freunde, wir gehen so safe heute über die 100.000, das ist so gut. Aber was ist die Flöte der Zeit? Ist das, ach, das ist Ocarina of Time. Ah, lol. Ich möchte nichts verschreien, Freunde, aber wenn heute alles gut läuft, dann knacken wir eventuell die 100.000 Abonnenten hier in YouTubers Live 2. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben schon eine ordentlich lange Reise hinter uns. Und bevor wir heute irgendwas tun, schauen wir in die Trends. Ballout ist immer noch das beliebteste Spiel. Können wir aber mittlerweile zocken. Es gibt eine Tanz-Challenge, die wir machen müssen. Da müssen wir safe wieder an den Strand. Und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel los. Außer, dass irgendwelche geheimen Sicherheitsaufnahmen hier geleakt wurden. Ist mir erstmal egal. Wir zocken eine Runde Ballout. Ihr lasst einen Daumen nach oben auf dem Video da und dann knacken wir heute die 100.000 Abonnenten. Alles klar, eine 3-Sterne-Aufnahme ist jetzt keine Glanzleistung, aber ich denke, alles in allem in Ordnung. Jetzt cutten wir das Ganze noch. Ich habe auch gesehen, dass ich einfach 2 Copyright-Probleme in dem Video habe. Was zur Hölle, aber wir hauen das jetzt einfach raus. Ballout in deine Fresse, finde ich, ist ein großartiger Videotitel. Dadurch, dass ich 2 Clips mit Copyright-Problemen rauslassen musste, war jetzt auch meine Bearbeitung nicht so krass. Aber wir kriegen 8.800 Likes. Das schmeckt, Freunde. Das kann sich sehen lassen und das wird auf jeden Fall unserem YouTube-Kanal gut tun. So, dann bin ich damit schon mal ready. Ich denke, streamen werde ich heute Abend irgendwann. Ich meine, ich könnte jetzt noch schauen, ob ich mir Mecha Man auf dem Flohmarkt kaufe, weil heute ist Sonntag. Vielleicht mache ich das. Dann hauen wir einfach noch ein Video raus, Freunde. Ich will jetzt die 100k haben. So, da ist Mecha Man. So, Freunde, den kaufen wir uns. Wunderbar. Und welche Konsole ist das, die hier liegt? Sega Max Drive. Ganz ehrlich, neue Konsolen kann ich immer brauchen, weil das Dümmste ist, wenn irgendein Spiel im Trend ist, wofür ich die Konsole nicht habe. Und dann fahren wir jetzt eventuell noch einen kurzen Umweg über den Strand, dass wir diese Tanz-Challenge noch machen müssen, weil mit diesem komischen Surfer-Hippie-Kifferboy müssen wir leider cool sein, damit wir seinen Atomcode bekommen für die große YouTube-City-Quest immer noch. Und dann nehmen wir noch direkt ein Video auf. Ich meine, es ist Sonntag, die Leute haben Zeit, YouTube zu gucken, da müssen wir Videos liefern. So, Bratan, du bist schon wieder am Tanzen. Wunderbar, ich tanz mit. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Wunderbar. So schnell kann's gehen und das Gute ist, dass der Typ uns jetzt deutlich mehr liebt. Dann können wir jetzt sogar noch ein Foto mit Tanz-Challenge machen. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was eigentlich dieses Fotos machen bringt. Weil irgendwie haben wir nichts davon. Wir kriegen zwar 40.000 Daumen nach oben oder gefällt mir oder was auch immer und die Leute freuen sich, aber wirkt sich das irgendwie auf meinen Kanal aus? Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. So, aber feierst du mich jetzt? Ja, du erzählst mir irgendwas, aber nö, alles klar, dann bin ich zufrieden. So, und jetzt gehen wir noch hier dieses Retro-Game zocken, was wir gerade gekauft haben, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Holy shit, was ist jetzt los? Hey, ich habe dich hergebeten, weil es etwas gibt, was ich dir beichten muss. Ich wusste nicht, dass sie mich hergebeten hat. Gigi Macarone ist nicht meine Freundin. Sie ist nur jemand, der mir versprochen hat, mir im Haus das schon meine Loyalität zu Ruhm zu verhelfen. Damals habe ich nicht an mein Talent als YouTuberin geglaubt. Ich habe ihr Angebot angenommen. Aber seit du mein Leben getreten bist, glaube ich mehr an mich selber und will nicht mehr, dass Gigi mir hilft. Aber Gigi Macarone nimmt Treuschwür sehr ernst. Was soll ich tun, Mann? Geh zum Brunnen und wünsch dir was ganz normale Dinge, mit jemandem so tut. Nein, fass den Mut, dich ihr zu stellen. Das ist Alpha. Ich würde lieber am Leben bleiben. Also, nein, danke. Aber jetzt, wo du es erwähnst, könnte ich mir wünschen, dass ihr jemand anderes für mich gegenübertritt. Was? Jetzt wirft sie wirklich Geld in den Brunnen. Was ist denn mit dir los? Danke für deine Unterstützung. Ich hoffe, dass es mit dem Wünschen klappt. Wie auch immer, ich muss etwas für Gigi erledigen. Ein weiteres Graffiti am Laden von Gianni. Okay. Alles klar, das war ein spannendes Gespräch. So, jetzt nochmal kurz einen frisch gekauften Smoothie reinpfeifen für ordentlich Energie. Und dann machen wir jetzt noch ein Video und hauen den Stream instant hinterher. So, und zwar zu... Ah ne, ich muss das Game ja erst hier in mein Setup legen. Hier, Mecha Man. Rein damit. So, und jetzt nehmen wir ein Video zu Mecha Man auf. Scheiße! Warte mal, ich habe die passende Konsole nicht. Aber kann ich da noch eine Konsole reintun? Habe ich mittlerweile Platz für 4 Konsolen? Oh, verdammt. Aber eventuell kann ich mein Setup upgraden. Moment mal. Ha! Jawohl, es geht für 10.000 und 15 Fähigkeitenpunkte. Butz, Freunde. Jetzt passen hier richtig, richtig viele Konsolen rein. Und auch Spiele. Let's go. Und unser Setup wird immer krasser, Guys. So, und jetzt... Scheiße. Auf welcher Konsole läuft denn dieses komische Game? Pass auf, eine Saga Dream? Muss da jetzt auch noch rein? Ach, vielleicht läuft das auf so einer Konsole. Und ich glaube, die Nikosoft, kann ich die da jetzt auch schon reintun? Oder ist dafür jetzt kein Platz mehr? Doch!
So, Alter, ich habe mittlerweile so viele Konsolen, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles habe. Da, hier, Mechaman, auf der was auch immer. Ich probiere nochmal so ein Ersteindrucksvideo, Freunde, auch wenn die immer scheiße sind. Let's go, Freunde, 3 Sterne. Oha, so ein krasses Ersteindrucksvideo habe ich noch nie aufgenommen. Okay, und wir haben einen krassen Trend auf jeden Fall. Also, warte mal, wir können den Trend-Tanz-Challenge mitnehmen. Wieso das denn? Ach, ist es so, wenn ich was auf Insta-Live gepostet habe, dass sich das irgendwie auch auf meine Videos auswirkt oder so? Ja, okay, es ist aber auch schon 22 Uhr. Also ich glaube, streamen werde ich heute nicht mehr. Aber jetzt pfeifen wir uns nochmal so einen Smoothie rein. Und dann cutten wir den Bums noch, weil das Ding könnte auch ordentlich viral gehen. Let's go, Freunde. 3 Sterne im Editing. Holy shit, es ist zu mild. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch noch einen richtig schönen Clickbaity-Titel. Können wir uns mal wieder leisten, ne? Hier mit hoher Sichtbarkeit. Let's flipping go. Oh mein Gott. So, oha. 17.000 Daumen nach oben. Oh mein Gott, das ist ja geisteskrank. Holy shit, 23 Uhr und wir hauen noch das gottloseste virale Video aller Zeiten raus. Ich dreh hohl. So, Freunde, und jetzt gehen wir pennen. Es war ein erfolgreicher Tag. Oh mein Gott, 98.000 Abonnenten, Freunde. Und wir sind in den Top 21. Holy moly, wir sind so insane am famous werden. Es ist unglaublich. Die ganze Welt hängt uns am Hintern, weil wir einfach so erfolgreich sind. Und es gibt keinen guten Trend. Weder einen roten noch einen goldenen Trend. Das ist sad. Das ist sehr sad. Oh mein Gott, Freunde. Wir gehen so safe heute über die 100.000. Das ist so gut. So, ansonsten, es gibt nichts Sinnvolles, was wir machen können. Dann würde ich sagen, machen wir heute einfach ein entspanntes Placement für ein bisschen Cash. Und dann gucken wir mal. Ein Werbefoto mit Pokémon. Ja, das ist absolut gar kein Problem. Ein Video zu Pokémon. Da kriegen wir auch nochmal 13.000. Ja, kann ich auch machen. Mache ich gleich beides. Und Streamer für Fortress Knight. Das habe ich, glaube ich, auch. Das können wir halt ja auch machen. Oha! Dann gehen wir übel viral heute. Also nicht viral, aber wir werden übel reich. 3 krasse Placements hintereinander. Pass auf. Erst brauchen wir ein Foto mit Pokémon. Zack. Und schon haben wir das erste Cash verdient. 2.500 nämlich. Okay, da muss ich unbedingt Fortress Knight kaufen, ne? So, das bestellen wir jetzt mal hier kurz, damit das hoffentlich zeitnah ankommt, dass wir das heute nämlich auch noch spielen können. Genau. Und in der Zwischenzeit nehmen wir das Pokémon-Video auf. Und zwar können wir jetzt, oh, hier zum ersten Mal einen Speedrun machen. Komm, probieren wir das mal. So, 3-Sterne-Video. Das ist eigentlich ganz classic. Und wir haben die 100.000, Freunde. Let's go. Und Fortress Knight ist auch schon da. Sehr geil. Dann können wir das nämlich auch gleich noch streamen heute. Dafür packen wir es kurz in die Konsole. Das wird, glaube ich, mein erster Stream auf der Nikosoft. Geile Konsole, Nikosoft. So, aber jetzt müssen wir erstmal das Video hochladen, damit wir auch hier, ich glaube, richtig viel Geld bekommen. Waren es nicht 13.000 irgendwas? Mein erster Speedrun. Wie gesagt, das Video muss ja nicht krass viral gehen. Das ist einfach nur fürs Placement da. Und wenn es dann noch ganz unterhaltsam ist. Oh nein, mein PC raucht schon wieder. Oha. Einfach nur 3.400 Likes. Aber es ist auch halt null im Trend gewesen, weil heute gar nichts trendet. Aber das ist voll in Ordnung. Oh Gott, Alter, mein PC raucht schon wieder so gottlos. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was raucht denn jetzt hier ab? Ein RAM-Riegel raucht ab. Okay, dann kommst du weg. Aber dann kaufen wir gleich einen neuen. Das ist ja das ist ja das Geile. Also hier auf Amazon, ich meine natürlich auf Amazing On, gibt's den Bums ja recht schnell. So, und jetzt brauchen wir einfach hier einen guten RAM-Riegel. Genau den. Zack. Und dann kommt der Shit doch auch schon wieder zu uns nach Hause. Aber warte mal, habe ich jetzt eigentlich das Geld für mein Placement bekommen? Oder habe ich was falsch gemacht? Oh nein, ich habe für das Pokémon-Foto 18.200 gefällt mir gebraucht. Die habe ich aber auch noch nicht. Und ich brauche 166.000 Aufrufe auf dem Pokémon-Video. Ach du Scheiße, meint ihr, ich schaffe das? Oh boy. Okay, Freunde, jetzt habe ich böse Druck. Okay, Moment. Dann muss ich mir Pokémon nochmal mitnehmen. Und dann muss ich ein Foto irgendwo machen. An einem Ort, der gerade im Trend ist. Bürgermeisterunfall an der U-Bahn-Station. Jawollo! Ich mache ein Foto mit Pokémon vor der kaputten Bürgermeisterin, die gerade in der U-Bahn-Station gestorben ist. Das gibt die Daumen nach oben. Ist hier die U-Bahn-Station? Ja. Okay, dann düsen wir hier rüber in die Wohngegend. Eventuell war da der Unfall. Nee, hier auch nicht. Vielleicht war er hier unten. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo die Bürgermeisterin ihren Unfall hatte. Was soll das denn? Okay, Freunde, irgendwie wird das nichts mit dem Bürgermeisterinnen-Unfall. Ich brauche jetzt irgendeinen Hashtag, mit dem ich noch ein Foto machen kann. Sollen wir einfach ein Bild vor dem Boxstudio machen? Meint ihr, da kriege ich krass nochmal Likes? Ich brauche 18.000. Komm schon. Pokémon ist das Geilste. Gönn. Nein! Ich krieg nicht genug Likes, Freunde. Das läuft alles noch nicht so. Aber ich glaube, ich habe für all diese Quests habe ich mehrere Tage Zeit. Okay, der Tag ist voll für den Arsch. Ich werde jetzt noch einen Stream anhauen und hoffentlich ordentlich Fortress Knight zocken, dass ich immerhin das Placement-Geld noch bekomme. Ah, mein RAM-Riegel ist da. Und dann schauen wir einfach mal, was abgeht. So, let's go. Stream starten auf der Nikosoft mit Fortress Knight. Und Gaming-Streaming ist sogar gerade im Trend. Das müsste doch eigentlich was werden, oder?
Let's go! Alle 4 Sterne voll, Freunde! Knapp 7000 Münzen Cash, 111.000 Zuschauer und in der Rangliste auf Platz 2. Holy moly! Und wir kriegen ordentlich Cash dafür. Oh yes! Das schmeckt... Ich habe 16.000 Münzen. Warte mal. Hat mein Pokémon-Video genug Ding gemacht? Nee, ein virales Video. Nee, das passt noch nicht. Hä, wo habe ich so viel Geld her? Arschgeil. Wahrscheinlich über das Placement und wahrscheinlich die Donations. Vermute ich mal. So, jetzt sippe ich hier noch meinen letzten Smoothie und dann cutte ich das Video auch noch. Ich denke mir immer, wenn ich schon so einen Stream mache, dann verarbeite ich das doch auch als Video. 4 Sterne Editing. Feuer frei, Freunde. I play Pokémon Go all day long. I play Pokémon Go. Jawollo, easy. Knapp 5000 Likes. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben geil geeditet, wir haben geil gestreamt. Wir haben fett Geld fürs Placement bekommen. Der Community hat's gefallen. Rin-Rin-Situation. So, und jetzt ab ins Bett. Irgendwie, ich habe immer noch 2 Placements zu Pokémon am Laufen, die alle noch nicht so wollen, wie ich will. Oh yeah, Freunde. 100.000. Wir kriegen das Silberabzeichner. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Und wie viel muss ich jetzt machen, damit ich das Goldabzeichen bekomme? 500.000. Autsch. Flöte der Zeit. Und Fortress Knight ist im Ultra-Trend, aber Pokémon auch. Okay, heute kriege ich meine Pokémon-Placements hin. Aber was ist die Flöte der Zeit? Ist das... Ach, das ist Ocarina of Time! Ah, lol! Der Legend of Zelda Flöte der Zeit. Oh mein Gott, wie gut! Ich glaube, ja, was zum Fick ist die Flöte der Zeit? Yeah, let's go. Wir platzieren auf jeden Fall unseren silbernen Play-Button. Aber ohne Frage. Und zwar direkt hier an der Wand. Neben meinem PewDiePie-Bild, weil ich so ein riesiger PewDiePie-Fan bin. So, okay. Also wir müssen ein Video zur Flöte der Zeit machen und eins zu Fortress Knight. Ganz klar. Und ich mache jetzt direkt nochmal ein Pokémon-Bild. Weil heute ist Pokémon im Trend. Das heißt, ich dürfte genügend Daumen nach oben bekommen, dass wir unser Placement-Geld bekommen. Zack, Pokémon Go einfach. Das sollte doch reichen, oder? Zack, 27.000 Daumen nach oben und das Placement-Geld flattert rein. Das schmeckt. Und jetzt machen wir gleich nochmal ein Video dazu. Dann kriegen wir auch das andere Placement-Geld. Und dann müssen wir heute auch noch Flöte der Zeit und Fortress Knight-Videos machen. Also heute, wir müssen nochmal producen. Da geht nichts dran vorbei. Sonst einfach ein Gameplay-Video, weil das kann ich am besten. Let's go, 4-Sterne-Video zu Pokémon. Das geht doch viral, oder? Dann nehmen wir jetzt auch noch einen Clickbait-Titel, weil ich weiß nicht, ob ich das... Nein, mein PC raucht schon wieder! Ob ich ansonsten die genügenden Klicks hinbekomme, 6.000 Likes. Das passt doch, Freunde. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert mit unserer Placement-Kohle. Warum raucht denn jetzt schon wieder was ab? Was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein RAM-Riegel. So, Amazing On, Freunde. Direkt den nächsten RAM-Riegel bestellen. Unsere Technik muss funktionieren. So, und jetzt gehen wir uns Flöte der Zeit kaufen. Ganz wichtig. Und genug zu essen, damit wir heute genügend Energie haben, um noch 2 weitere Videos aufzunehmen. Heute eskaliert es komplett. Los, gönn mir Flöte der Zeit. Wo ist das Spiel? Flöte der Zeit. Auf geht's. So, Hühnchen Gong Bao. Das bringt mich durch die langen Arbeitsnächte. Okay, unser RAM-Riegel ist, glaube ich, da. Jawollo. Ohne Scheiß, diese Same-Day-Lieferung von Amazing On ist einfach zu stabil. Ich sag's euch, wie es ist. So, Hühnchen rein in die Fresse stopfen. Und jetzt wird Flöte der Zeit in der Nintendo C platziert. Und natürlich instant das Video. Ich überlege jetzt schon wieder, Freunde, ob ich einen Ersteindruck machen soll. Ah, oh, ich traue dem Bums nicht, weil da kommt selten was Gutes raus. Aber mein letzter Eindruck war Baba. Fuck it, machen wir erst den Druck. Ich probier's. Ja, 2 Sterne. Nicht das Beste, aber sollte genug sein. Die Trends halten uns. Oh mein Gott, Ersteindruck ist sogar ein goldener Trend. Halt dein Maul. Halt deine Schnauze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Video wird so viral gehen. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Das ist doch Baba. Das ist die geile Flöte der Zeit. Geile Flöte. Ich bin bereit, viral zu gehen. 20.000 Likes. 23.000. Holy shit. Let's go. So, und jetzt habe ich jetzt theoretisch genügend Skillpunkte, um mein Gameplay zu verbessern. Nein, da brauche ich 25. Aber da kriege ich nur mehr Münzen dafür. Das ist mir eigentlich relativ egal. Weil ich mache jetzt ja noch ein Video zu Fortress Knight. Da könnte ich theoretisch jetzt eine Analyse machen und das pushen. Oder ich mache einfach ein Gameplay. Ist gerade noch irgendein Videotyp im Trend? Nee, ist es nicht. Okay, Freunde, wir machen einfach ein ganz simples Gameplay-Video zu Fortress Knight, weil das ist auch gerade der Ultra-Hype of Doom.
Und dann bin ich einfach bereit, Millionär zu werden. 4 Sterne Gameplay. Und nochmal ein Hühnchengong bauen, die Fresse. Ich habe jetzt schon 3 davon gegessen, aber ich habe die auch alle gebraucht. Ich bin einfach eine fucking Arbeitsmaschine. Oh, es gibt sogar krasse Clickbait-Titel, Freunde. So bei so viralen Videos nehme ich das gerne in Kauf. Wir laden auch wieder ein paar Videos hoch ohne Clickbait. Dann mag uns die Community wieder. 12.000 Daumen nach oben. So muss das. Es ist absolut gottlos. Wir haben 28 Fähigkeitenpunkte. Da können wir safe irgendwas Geiles skillen. Da muss doch was Gutes möglich sein. Ich meine, theoretisch wäre es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir einfach unser Gameplay pushen wollen. Weil nämlich, wenn wir das kaufen, genau, wenn ich da noch 30 Fähigkeitenpunkte habe, dann erhöhe ich den Wert von Spieletrends und dann werde ich noch viraler. Es ist zu mild, Freunde. Okay, 16.000, Freunde. Unser Pokémon-Video ist viral gegangen. Oha, wir haben nochmal 16.000 Münzen bekommen. Alter, wir haben 68k. Holy shit. Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt mal anfangen, ein bisschen Inneneinrichtung zu kaufen. Ich lebe hier halt einfach immer noch wie ein fucking Penner. Gibt's irgendwas Geiles auf Amazing On, was ich haben will? Nee, die haben nur Klamotten und so ein Shit, ne? Aber ich könnte mir einfach für 54.000 ein Ritter-Cosplay kaufen. Das wäre halt schon verdammt witzig. Oder hier so ein Superheldenanzug. Aber es ist 21 Uhr. Ich habe den ganzen Tag in der Bude verbracht. Aber das war schon wieder so strong. Aber ich sollte vielleicht auch mal wieder anfangen, am alltäglichen Leben teilzunehmen. Oh mein Gott, die geile Flöte der Zeit hat einfach 11.000 Abonnenten gemacht. Holy shit, wir haben jetzt schon 130. Wir haben im heutigen Video allein schon 50.000 Abonnenten fast gemacht. Was ist hier los? Flöte der Zeit und Fortress Knight immer noch im Trend. Ach, das kannst du doch keinem erzählen. Oh mein Gott, Paluten ist schon wieder in der Stadt. Ach du Scheiße. Imagine, wir nehmen jetzt ein Video auf zu Flöte der Zeit und machen dabei so ein Paluten-Emote, weil den haben wir ja schon freigeschaltet. Meint ihr, das klappt? Dann habe ich einfach Flöte der Zeit, viraler Hit Teil 2. Ich sag's euch, Flöte der Zeit macht mich zum krassesten Streamer aller Zeiten. Verdammt, Freunde, ich habe keinen Paluten-Emote bekommen. Aber trotzdem haben wir ein 4-Sterne-Video. Das geht voll fit. Blast die Flöte. Guter Videotitel. Nein, mein PC raucht schon wieder. Was ist denn das? Was kaufe ich denn hier für Billigschrottteile für meinen Rechner ein? So, meine Abonnenten mögen mich auch wieder, Freunde. Mein Clickbait ist schon wieder verziehen. Was ist jetzt schon wieder abgeraucht? Schon wieder ein Ramriegel. Es ist immer das Gleiche. Komme ich eigentlich mittlerweile hier rein in den VIP-Club? Ein Elite-Fitness-Club-Ausweis, um reinzukommen. Den erhalten YouTuber, die mindestens in der Silberliga sind. Ich bin in der Silberliga. 10.000 Münzen, ne? Ja, rein in die Masse. Oha, Freunde. Wir haben Zugang zum Elite-Fitness-Club. Treffen wir jetzt hier so richtig fame YouTuber? Okay, zumindest draußen ist niemand. Oh, boy. Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße, wer bist du denn? Moose. Alter, jetzt eine richtig geile Wicked-Brille auf. Sag's mir nicht. Du bist hierher gekommen, um dafür zu sorgen, dass ich Clara nicht mehr dazu dringe, wieder in den Ring zu steigen. Das ist die Fitnesstrainerin aus dem anderen Studio. Ja, genau. Wie unangenehm. Ich hatte einen Kampf oder so etwas erwartet. Keine Sorge, ich werde dich nicht mehr drängen zu boxen. Hier, ich habe das Outfit, das Clara trug, als sie ihren erste Meisterschaft gewonnen hat, auf Amazing On gekauft. Okay, danke, Bro. So, habe ich damit die Quest für die eine abgeschlossen? Weil dann liebt die uns nämlich ein bisschen mehr. Ansonsten gibt's jetzt hier irgendwie nicht so viel Shit, aber... Ich meine, die Quest haben wir ganz am Anfang von Lara bekommen, dass wir in den VIP-Fitness-Club gehen sollen, dass diese Belästigung aufhört. Und erst jetzt kommen wir herein. Das hat einfach ewig gedauert. So, hier bin ich wieder. Ich habe mit Moose geredet. Ich habe ihn verprügelt. Ich habe ihm 5 blaue Augen gehauen. Danke, Mann. Der Typ hat aufgehört, mich zu bedrängen. Alter, was machst du denn, Alter? Hast du die Moves gesehen von ihr? Bruder, das ist einfach der sexuelle Belästigungsdance. Was ist das denn? Und schaut mal, das Herz ist schon wieder fast voll. Ich mache jetzt aber noch ein Foto mit dir. Du bist ja eine ganz hübsche Frau. Und warte mal, ich kann tanzen. Na, sag nicht, ich kann jetzt so einen TikTok-Tanz mit ihr machen. Ja, moin. Freunde, wir können jetzt einfach einen freaking TikTok-Tanz machen. Zu krass. Da kriegen wir auch mal 11.000 Likes für. Und sie liebt mich jetzt. Und jetzt hat sie schon 2 Herzen für mich übrig, oder? So sieht's aus. Clara und ich sind so Freunde. So, und jetzt machen wir noch ein Video zu Fortress Knight, was immer noch krass im Trend ist. Und dann war das ein mehr als erfolgreicher Tag. Oh mein Gott, und wir kriegen sogar noch den Paluten-Tag jetzt in dem Video. Dann nehme ich noch mehr Trends heute mit. Ach, ich liebe doch einfach mein Leben. 4 Sterne plus Paluten-Trend plus Fortress Knight. Oh nee, Paluten ist halt gar nicht mehr im Trend. Ich lebe auch hinterm Mond. Sorry. Nein, Paluten ist heute im Trend. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich werde Fame. Ich werde Fame. Ich werde Fame. Bin ich fast schon wieder verlockt, einen Clickbait-Titel zu nehmen. Oh mein Gott. Doch, muss ich. Da haben wir sogar einen grünen Streifen. Wir haben sonst nie einen grünen Streifen. Let's flip and go. 16.000 Daumen nach oben. Oh yeah. So, es ist 19.30 Uhr. Ich kaufe mir Supreme. Nein, Spaß. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu tun. Ich weiß, Freunde, wir haben heute sehr viele Videos gedreht. Wir sollten uns beim nächsten Mal dann wirklich mal um diese Quest kümmern. Oh mein Gott. Freunde,
Ja, Mann, das sind wir. Das sind wir, das ist unser Outfit. Und dazu ziehen wir jetzt doch noch diese Maske an. Wir sehen einfach zu mild aus. Weil ich glaube, wir müssen ja auch mal storytechnisch ein bisschen Progress machen. Aber wir haben heute über 50.000 Abonnenten gemacht. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Wir hauen hier ein Video nach dem anderen raus. 147.000, wir haben 60.000. 1000 Abonnenten, ne? Allein heute gemacht. Freunde, wenn ihr jetzt noch was Witziges sehen wollt, hier ist Mario Odyssey und wenn ich lache, explodiert Mario. Also Mario explodiert wirklich, wenn ich lache. Absolut sehenswert. Danke an meine Kanalmember und bis zum nächsten Mal.